Mein Name ist Tom Rüedi. Der hat auf der Post ein Glas mit fermentierten Teeblättern bekommen, die wir extra aus Myanmar importieren lassen. Plus eine Kartonkiste mit einer Nussmischung. Ich möchte sehr gerne zeigen, wie man einen burmesischen Salat zubereitet. Das ist das, was die Burmesen auf der Straße von Yangon aus Streetfood essen. Wir nehmen die fermentierten Teeblätter. Schmeckt ein bisschen streng, das ist, weil es fermentiert ist. Und wir tun das in eine Schüssel. Dazu nehmen wir Sesamöl, einen guten Kutsch. Aber ihr könnt auch gut Erdnussöl oder Olivenöl nehmen. Und wir nehmen ein bisschen Chili-Pulver. Wir tun das gut vermischen. Und am Schluss nehmen wir uns die Nussmischung. Ich tue das auch nicht auf die Rösten, weil es feiner ist nach dem Geschmack. Am Schluss alles gut durchmixen. Und fertig ist der burmesische Streetfood Salat Snack. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spass bei der Zubereitung und bei der virtuellen Reise nach Myanmar.